Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator 2, würde ich schon gerade sagen. American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir einen Schürfzug von Trois-Rivières nach Rouyn-Noranda. 90 Tonnen. 90 Tonnen. 90.000 Pfund, wollte ich sagen. Moment, wir sind etwa da. Wir sollen dort sein am Donnerstag um 6.39 Uhr und wir sind dort um 7.14 Uhr. 6.39 Uhr, oh Gott. 6.39 Uhr, jawohl, 18.39 Uhr. 6.39 Uhr sollen wir dort sein. 700 Kilometer haben wir vor uns. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, ne? Ist ja noch ein weiter Weg. Das ist schon wieder. Das ist pur, das ist echt unangenehm. Ah. Dass dem nicht kalt ist. Ja, mit dem Schiffzug wird auch hinten auch nichts stehen, wie schnell er fahren. So, wie schnell wir fahren dürfen uns weiter. Das können wir ja. Spielchen. Auch schon ganz schön neblig, ne? So früh am Morgen. Oh Gott, das war ein bisschen zu weit. Hab das Gefühl. Oder nicht. Ich fahre da jetzt eher. Ach ja. Dann ab auf Dings. Auf die Interstate. Oder auf dem Freeway, je nachdem. Genau. Dann würde ich sehen. Was ist das da? Hä? Oh wow. Ich dachte dir. Okay, die Spur wird einfach nur enger. Okay, das ist jetzt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das muss. Gefahr machen wir gleich. Ah, da fehlt ja nicht viel. So, jetzt können wir das hier hin packen. Okay, noch nicht ganz. Wenig Platz hier gerade. Nein, das ist ja ziemlich leer, zumindest auf unserer Spur. Schon mal gut. Das heißt, ich habe auch was zu trinken auf der linken Seite. Perfekt. Dann wollen wir mal ab auf 100 und dann. Oder so noch ein Highway. Ich habe keine Ahnung. Dann. Nach Rouyn-Noranda. Das letzte Video, was noch mit Vegas war. Das war das letzte Projekt. Das letzte Video vom letzten Projekt, was doch komplett Vegas gerendert war und so weiter und geschnitten war, ist auch durch. City Island, das letzte Video davon, von der letzten Session, ist hochgeladen. Fertig. Das Rendern hat nur 40 Minuten gedauert. Hat mich aber insgesamt knapp 2 Stunden gekostet. Weil ich glaube ich
ich glaube, erst im 5. oder 6. Anlauf wird es geklappt, da dann vollständig bis zum Schluss zu rendern. Warum auch immer. Aber damit weiß ich zumindest schon mal, dass der Grund, weswegen ich auf... Oh Gott. Weswegen ich wieder auf Premiere in diesem Fall umgestiegen bin, dass der Grund halt immer noch da ist. Also... Keine Ahnung, was das ist, warum das so ist, aber gut, dann... machen wir das halt alles in Premiere. Und ich glaube, mittlerweile habe ich da auch eine Strategie herausgefunden, wie ich es am sinnvollsten von der Reihenfolge her bearbeite. Also ist zwar jetzt was das Editieren betrifft. Holy, was war das? So gesehen ein bisschen mehr Aufwand, weil man halt mehrere Clips hat, aber das Cutten wird zuerst gemacht und danach wird editiert, so gesehen. Dann brauche ich auch nicht Preview rendern und so ein Shit. Passt dann, also das war die Strategie, die mir irgendwie gefehlt hat, um das time efficient machen zu können. Oh, wir sind wieder in Montreal. Diesmal aus der anderen Richtung, okay. Die andere Richtung, die kennen wir ja mittlerweile schon. Die sind wir ja auch in der Originalserie gefahren. Aber dann fahren wir jetzt auch mal umgekehrt. Ein Siebtel der Strecke haben wir mittlerweile jetzt auch hinter uns. Gottes Willen, diese... Was ist denn jetzt mit... Warum geht denn jetzt die Festplatte gerade so ab? Das hat mich jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie viel ich mich darauf geachtet habe, was es mich jetzt gekostet. Konnte nicht einschätzen, ob ich jetzt schnell bin oder zu langsam. Was geht denn jetzt gerade ab? The fuck. Es geht mittlerweile wieder runter von 100% runtergekommen, aber heilige Scheiße. Das war jetzt nicht nett. Verstehe nicht. Sollte. But no parking at any time, okay. Ja, macht Sinn. Oh nee, oh Gottes Willen, okay. Okay, hat sich wieder beruhigt. Sehr schön. War jetzt unnötig. Ich weiß gar nicht, wie wir in der anderen Serie gerade haben. Nee, in der anderen Serie sind wir, glaube ich, bei 26.000, kann das sein? Ich weiß schon gar nicht mehr, also... Hä? Die Aufnahme ist jetzt auch ein bisschen länger her. Zumindest länger als... Euro-Truck-Simulator. Da wisst ihr aber auch gar nicht aus dem Stegreif, wie weit wir da gerade sind. Ja, durch Montreal durch, das ist... da verliert man schon so ein bisschen Zeit. Würde ich mal so frech behaupten. Oh, das ging aber jetzt fix.
Ey, was wird denn das? War jetzt ja auch abenteuerlich. Der Fahrstil der Cops. Wir müssen jetzt mal im Mollenspiel jetzt gerade wieder eine zeitweise Strecke machen. Damit wir überhaupt noch vorankommen hier. Achterbahnfahrt. Und da hinten, wo die LKWs herkommen, beziehungsweise der LKW und der Bus, da geht es dann wieder rechts rum und dann kommen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen flotter voran. Und schließt man später, jetzt dürfen wir wieder Gummi geben, wobei geht noch ein bisschen bergauf und bergab, von da wird es mit Gas geben ein bisschen schwierig werden. Vor allem, was hier doch noch ein bisschen hügeliger ist. Jetzt müssen wir noch tanken, oder nicht? Sieht ja ganz gut aus, würde ich sagen. Das ist nicht müssen. Ah, das Lämpchen wird aber wahrscheinlich noch aufleuchten. Das ist halt die Frage, wie hügelig es noch wird nach Grand Noranda. Dem, wie viel Gallon wir pro 100 Kilometer verbrauchen. Aber das sollte ja eigentlich, na mal schauen, sollte eigentlich locker mal schauen. Ich weiß ja nicht, wie es hoch nach Rouen ist. Kann das natürlich auch wieder hügeliger sein. Ich finde viel Grünfläche hier noch. Ich bin mal gespannt, wie viele Zufallsereignisse uns ausbremsen. Immer das jetzt für einen Sinn hatte, den Spurwechsel dort zu vollziehen. Ach so, das macht wiederum Sinn. Und dann kann ich auch wieder Geschwindigkeit rausnehmen. Heilige Scheiße. Boah, das könnte doch noch eine etwas längere Tour werden, wenn ich mir das, wenn ich das so betrachte. Halt die Frage. Ich glaube, ich könnte ja prinzipiell in der Config, wenn ich richtig gesehen habe, die Traffic von 1.0 ja noch runterstellen. Das ist halt schon. Ich gerade wenig, ne? Die hier verkehren. So. Tempomat auf 88 km pro Stunde.
Und du bist immer noch so schnell. Vermutlich. Aber wir bleiben einfach bei dem Tempo. Die eh gleich bergab, bergauf. Da verlieren wir nochmal. Dann sollte das ungefähr. Mal schauen, vielleicht haut das hin mit 88 Kilometer, wo schon als. Mit dem Tempomat zu fahren in der 100er Zone. Doch war es ein bisschen schade, dass wir so langsam sind hier. Schon fast ein bisschen hier hypnotisieren, dass die ganzen Geräusche, die links einfach vorbeirauschen. Damit sollte, was mir gerade auffällt, ich sollte glaube ich mit solchen, es wäre schön, wenn, vorsichtiger sein, weil es kann natürlich sein, dass in den, aktuellen Version, das sogar möglicherweise drin ist oder in den heute aktuellen, in der aktuellsten Version mithilfe von Mods oder mithilfe einer Mod möglich ist, was nicht KI oder was auch immer anzupassen. Ich muss halt mich dann immer bei solchen Sachen dran erinnern, dass ich halt nicht auf der aktuellsten Version spiele. Wir sind mittlerweile scheinbar so langsam, dass vorne wieder neue Fahrzeuge, als alte Fahrzeuge despawnen, neue spawnen. Alles zumindest schon mal gut. Dann haben wir zumindest ein Tempo drauf, wo wir nicht bremsen müssen und dann mit einem einheitlichen Tempo vorankommen. Haben wir mittlerweile auch schon so roundabout die Hälfte durch. Ruang Noronda. Warte gerade aus. Maniwaki. Ja, wir haben hier noch viel zu entdecken. Wobei wir wahrscheinlich auch wieder viel entdecken werden in der neuen Season. So, wahrscheinlich werden wir safe call. Und da kann es natürlich sein, dass wir das Ganze von Süden oder von Zentralamerika erkunden. Werden wir dann sehen, was uns der Zufallsgenerator so als Start generiert.
glaube, so bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade halten, werden wir nicht tanken müssen. Was wir gerade haben. Schätze ich mal, wobei. Distance 355 km, wir haben noch 307. Okay, wir halten hier gleich mal an und tanken. So. Aber wieder das Problem, zwar, dass wir nicht rauskommen, aber. Ich glaube. Ich guck einfach mal nach. Ich glaube, es gibt keinen geeigneten Ort zum Tanken. Leider. Nee. Deswegen werden wir das jetzt aber einfach mal tanken, weil das könnte doch eng werden. Wissen wir zumindest schon mal, 88 km pro Stunde ist so ein gutes Tempo, um niemandem aufzufahren. Dann danken wir mal einfach. Ah, jetzt haben wir das Problem, die KI, die ist so nah beieinander, dass wir halt nicht rauskommen. Damit war zu rechnen. Leider. Da war ich gerade mal wieder kurz abgelenkt, weil. Was ist denn mit der Festplatte hier? Was macht denn die jetzt hier gerade? Verstehe ich nicht. Kommen wir halt nicht wieder raus hier, müssen wir uns halt wieder vordrängeln. Wobei nach dem LKW könnten wir. Sieht's hier aus. Hacken viel. Passt. Irgendwie merkwürdig, was die Festplatte da macht. Geh wieder hoch auf 100. Mal schauen. Bis auf der Vorfall bei Montreal war ja nichts wirklich gravierend eingreifendes. Was jetzt die Festplatte verursacht hat. Oder haben könnte. Geht sie wieder hoch? Ja, was ist denn hier los? Heilige Scheiße. Über den Aufnahmeordner ändern. Hoppla. Ich hätte gerade irgendwie Zeit nutzen können, wir halt einschränken können. Ne? Ja, gut, sind nur noch 250 Kilometer, kann ich zumindest zwischen den Aufnahmen vielleicht noch was trinken. Einschränken, so. Wobei, während der Folge werde ich wahrscheinlich auch nicht dazu kommen. Obwohl, ja, doch, so. Ja, doch, komme ich schon dazu. 250 Kilometer haben wir noch vor uns. Einmal noch links abbiegen und einmal rechts abbiegen, dann sind wir dort. Also. Einmal nur noch links abbiegen und dann sind wir eigentlich schon dort, mehr oder weniger.
erstmal so betrachtet. Und wir dürfen schneller fahren, wie wir gerade eben schön auf der Karte sehen konnten. Und zwar geht das Auto auch gleich los. Ja, da wollte ich gerade, habe ich gerade im Kopf hervorragend, gehabt. Und habe das sehr gut angefangen. Also das sehr von, für sehr gut. Das war jetzt interessant. Eigentlich können wir schon von abschleunigen. Nochmal ein kurviger Abschnitt der Strecke. Aber so gut wie Endspurt. Moment, was soll man da sein? 6:39 werden wir erwartet, ne? 8:39 werden wir erwartet, ne? Schauen wir mal, werden wir gleich wahrscheinlich, obwohl, mal gucken, vielleicht haben wir noch einen Runden abhalten. Vielleicht müssen wir auch noch ein paar Minuten dann vorne halten. Das angenommen werden. Damit wir auch ja im Zeitrahmen dort sind, ne? Wenn wir nicht erwartet werden, was haben wir denn dort zu sehen? Wenn dann erwartet, um 18:39 Uhr, dann sind wir auch um 18:39 Uhr dort. Wann dann Maut rausgewunken werden. Ach, Maut. Meine Güte. Okay, wir müssen zur Wiegestation. £133.621 Gesamtgewicht. Wunderschön, dass wir hier raus beschleunigen dürfen. Okay, wenn wir schon jetzt hier. Der Tee ist eh kalt, brauche ich nicht einschicken. Da kann ich auch noch warten. Kalt ist er sowieso schon.
auch trotzdem schön, dass es immer so, dass es auch trotzdem noch ab und zu, dass dieser viele Verkehr, dass das irgendwie solche Schübe sind und das halt nicht permanent ist. Die letzte gerade und dann sind wir schon in Rouen noch. Knapp ich 7.000 kommen dafür. Knapp 8.000 sogar. Jetzt sind wir aber auch schon richtig früh, ne? Das ist ja schon überpunkt, den müssen wir schon wieder richtig lange warten. Aber immerhin 2,5% oder so haben wir, oder 2,46% war es ja, glaube ich, haben wir schon erforscht, was natürlich in Betracht der riesigen Karte doch schon eine Menge sind. In der kurzen Zeit. Heide Witzka, das ist gerade hier am Spät im Laden. Schon fast eine Stunde zu früh, das ist ja schon heftig. Das ist aber eine schöne Gegend, muss ich schon sagen. Wir müssen wohl ziemlich nah. Ja gut, wir müssen dann warten wir halt gleich. Ja. Die Frage ist, können wir da irgendwo warten in der Nähe überhaupt? Wir warten halt gleich vor Bitumen. Hier ist sogar noch eine Tankstelle, ja gut. Und da das nach Bitumen eine Einbahnstraße mehr oder weniger ist, beziehungsweise nur der Verkehr hier nach Bitumen dorthin kommt, halten wir einfach hier und warten, bis wir erwartet werden. Bis gleich beim Abladen.
Ja gut, das war natürlich die falsche Zeit. Das heißt, wir sind jetzt zu spät. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass es alles in normaler Zeit ist. Sprich nicht in AM und PM, sondern halt in 18, 19 Uhr und so ein Shit. Dann kriegen wir für die Tour nichts, ist dann halt so. Hätte ich mal, also es war mir einfach zu doof, da jetzt eine halbe Stunde zu sitzen. Hätte ich es mal getan. Dann holen wir uns mal kein Geld ab. Okay, immerhin. Na gut, dann ignorieren wir den Shit halt und speichern den Kram. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wie gesagt, wir gehen auf das Verbrechen wacht. 5% höhere Vergütung und 22% mehr Erfahrungspunkte. Muss jetzt Folge 6 gewesen sein. Na, jawohl. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn mich das jetzt gerade mega ankotzt. Aber dann weiß man ja schon mal, dass es bei der Konsole halt so ist. Dann werden wir demnächst nämlich jetzt einfach so überspringen und dann halt vernünftig. Doch, bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss und so, ne? It's high.